Willkommen zurück zu einer neuen Folge Konarium. Wir sind dabei stehen geblieben. Falsche Taste. Das Rätsel hier zu lösen. Ich weiß einfach nicht, was wir machen müssen. Nachtmonster. Wir wissen es einfach nicht. Versuchen wir mal das. Das hat man, glaube ich, schon. So versuchen auch nicht. Ich weiß es nicht. Das ist ja. Entschuldigung, mein Handy hat gerade vibriert. Es ging um meine Kinder. Ich versuche das jetzt einfach mal so hier. So, dann fangen wir damit an. Irgendwann wird schon mal das Richtige dabei sein. Was kann doch nicht sein? Wir machen das nur 1, 6, 13 war das. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Auch nicht. Das, das und das vielleicht. Oder das. Ey, ich... Nee. Gibt auch nirgendwo einen Hinweis. Das ist shit. Äh.
ich weiß noch, Kram liegen. So steht Rest jetzt das, ja? Nach tausend von Jahren Absicht und Erhebung. In nächster Woche ein Buch per Post, Alter, Standort dieser Stadt beinhaltet, sowie die Kopie einer vorsintflutlichen Karte, die älter ist. Ich bin mir sicher, dass sie voller Begeisterung sind und diese Funde gerne im Detail mit mir besprechen. Halt. 13, Gegenstand 13, 14, 15. Wenn ich aber finde, wir hätten hierher kommen dürfen. Konservierte Köpfe, wir müssen aufpassen, dass niemand sonst diese Sammlung zu Gesicht bekommt. Ja. Entschuldigung. Eine Datenerhebung, denke ich sicherlich, bla 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 bla. Genau, wir müssen das Schlüssel, je mehr wir die Fesseln unseres fleischlichen Gefängnisses hinter uns lassen, desto mehr erschließt sich uns. Wände der absoluten Dunkelheit, die uns umgibt, lauert etwas mit den Dingen der Sprache geflüstert. Ja, ey, das war falsch. Zeichnungen, haben wir nur diese hier? Ist irgendwas mit Sonne? Und so einem komischen Art Mond, also Sonne, das, das ist gerade, ja, wie soll ich sagen, shit. Wir können ja immer nur drei nehmen. Das, das und das? Nein. Das, das und das? Nein. Das, das und das? Das, das und das? Also ganz ehrlich, ich verzweifle gerade hier ein bisschen. Was ist mein Trio mit den aktuellen? Ja, das kennen wir ja schon. Ich würde sagen, ich mache hier einen ganz kurzen Cut. Ich schaue mal kurz im Internet nach und bis gleich. So, da sind wir zurück nach dem kurzen Cut. Ich habe mich jetzt mal ganz kurz schlau geguckt und ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel. So, wir wollen ja weiterkommen im Spiel. Ja. Eine Walze. Pinsel. Oha, da geht's runter. In archaic myths, lurking in shunned and forbidden volumes, I've been able to trace some parts, speaking about a device of non-terrestrial origin that is capable of much more than I could ever imagine. Ancient Cornariums, I will call them. Machines which are said to have been built long before mankind ever tread on this planet. The very source of the design I've used to make my own version of the machine. Okay. Ich würde aber schon gerne wissen, wie man da oben diese komische Maschine aktiviert. Naja. I hope the ladder doesn't give out under my weight. Warum bist du zu fett? So, na dann.
Schauen wir mal, was uns da unten erwartet. Und die kracht bestimmt gleich ein, die Leiter. Wie weit geht's noch runter? Ja, noch weiter? So, unten sind wir angekommen und hier liegen Schädel. Nice. Okay, na dann. Auf ins Gefecht. Alles klar. We need a phonograph cylinder. Okay. Violating the laws of nature with the help of those dead bodies brought here secretly from only God knows where, forcing them to cooperate by the means of the cursed necromancy, and dreaming their dreams in those profane sessions to learn forbidden knowledge. Now I can distinctly see how pure madness once roamed here within our own shoes. Okay. I remember this place. And what das kennen wir doch mittlerweile. Das hast du gerade schon vorgelesen. Oh, ein Schlüssel. So. It is said that ancient Cunariums have the ability to transfer one's mind outside through the endless vacuum into other receiving Cunariums. Just think about the possibility of shedding off the earthbound mortal coil to reach to the stars and yonder as a free agent to see the grand scheme above and beyond the third dimension. Being able to contemplate vistas and sense things you could never ever dream of with the help of the bodily sensations. Finally, we shall overleap time, space, and dimensions, and without bodily motion, peer to the bottom of creation. Yes, I know how this sounds to you. This is incomprehensible, even for someone like me who spent almost a lifetime on such arcane topics. It is just sad to see. The knowledge has been out there all the time, forevermore. And we failed to read between the lines. Okay, so Schlüssel haben wir ja jetzt und irgend so eine komische Platte, dann werden wir das hier wieder verlassen. Oh, ich dachte, der Schlüssel wäre für oben, okay. Was sich hinter der Tür verbirgt, das erfahren wir im nächsten Video. Bis dann, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.